weltweit hin und her geschaltet. Also du machst jetzt am Anfang die Ansage, die Lösung, wo es angeht. Ja. Dann laufe ich mit dir. Vorne. Lass du vorne hinten passen. Jetzt gehen die zwei Leute in Transparenz raus. Und die dann irgendwie dann raus. Ja. Und hier kommen wir zum Auto. Wir haben noch ein schönes, großes, kleines, sauberes. Was? Servus, warst du mit mir? Im Livestream, live dabei, Winkel erklärt. Wenn die nicht große dass wir uns alle noch ein bisschen aufteilen, die Transparenz hier ein bisschen so zwischendurch, nicht so gestaffelt. Wir laufen, die rote ist die Kaiserstraße, bis zur Innenstadt Kaiserstraße, von dort hoch und
dann von dort zum Landhaus. Also, jetzt hört er mir besser. Wir laufen von hier in die Innenstadt bis zur Kaiserstraße, die Kaiserstraße hoch, dann rechts bis zum Landhaus. Vor dem Landhaus haben wir eine kleine Rede vorbereitet. Und am Schluss zurück geht es wieder zur Kaiserstraße runter und die Demo ist am Hafen beendet. Wir laufen nicht wieder hier zurück. Es ist so vorgesehen, dass die Organisation Tankstelle nach der beendeten Demo für 150 Leute Essen bereitstellt. Die kochen für uns. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Bitte bleibt ruhig. Wir sind friedlich. Wir wissen, worum es geht. Es geht um unser Essen, um unsere persönliche Gesundheit. Dann ja, teilen wir uns ein bisschen auf. Nicht zu dicht aneinander laufen. So. Das ganz große Transparent bitte nach vorne. Also, wir probieren es noch einmal. Meldet euch, wenn ihr uns nichts versteht. Ich hoffe, ihr habt es vorher alle verstanden. Wenn nicht ganz, noch einmal die Route. Wir laufen von hier in die Innenstadt bis zur Kleinerstraße, laufen diese Straße hoch, dann rechts bis zum Landhaus. Vor dem Landhaus haben wir eine kleine Rede vorbereitet. Von dort zurück geht es die gleiche Strecke, nur nicht zum Bahnhof, sondern zum Hafen. Und am Hafen hat uns die Organisation Tankstelle nach der Demo, nach der beendeten Demo, ein Essen organisiert. Die machen das für uns. Bitte lauft nicht vor mich. So, das war eure Transparente. So, dass man eure Transparente sehen kann. Ihr könnt auch eure Meinung sagen, laut rufen, die Leute ansprechen. Ihr könnt auch hier zum Mikrofon kommen und eure Ansagen machen. Nein, das wird live in die Welt gestreamt. Wir sind live. Live dabei. Kann auf der ganzen Welt beobachtet werden. Oder mitverfolgt. Es wird live das Internet übertragen. Da jeder Mitverfolger wird zwischen den Veranstaltungen bei Monsanto, gegen Monsanto, wird umgeschalten. Weltweit. Wir sind hier! Wir sind laut! 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 W
Thank you.
Hammer. Stopp, stopp, nein, stopp. Meine Dupe. Ja. Wir blieben hoher Stau, ja. Stopp, Montanto! Stopp, Montanto! Stopp, Montanto! Stopp, Montanto! Stopp, Montanto! Der Natur und der Menschenrechte hinweggeht.
als Student und wir Studentinnen können das so hinnehmen. Sie machen. Wir machen mal einen Stopp, wir probieren mal mit dem anderen Ausdrücker, dann kommt so eine Rückmeldung, dass das nicht verstanden wird. Hört man den? Hört ihr mich? Ja! Hört man es jetzt? Lauter! Hört man es jetzt? Okay, also, als Studentinnen der Fachhochschule Vorarlberg und Begründerinnen der Gruppe SÖPS, Sozialökonomische und Politische Plattform der Studentinnen der FHV, können wir das Vorgehen von Monsanto nicht hinnehmen und haben uns an dieser Organisation, an diesem Protestmarsch beteiligt und ihn mit initiiert. Wir wollen hier ein Zeichen setzen als mündige Bürgerinnen und Bürger der EU, Österreichs und weltweit. Wir können dieses skrupellose Vorgehen nicht hinnehmen. Ich lese jetzt einen kleinen Text vor, den ich vorbereitet habe. Der Erfolg. Die Macht großer Konzerne wie Monsanto scheint grenzenlos zu sein und nur wenige Politikerinnen und Politiker sind bereit, den Kampf gegen Goliath aufzunehmen. Deshalb ist es notwendig, gemeinsam als mündige Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen gegen die Korruption und den schamlosen Lobbyismus zu setzen, durch den die Forderungen Monsantos ihren Weg in die Gesetzgebung Europas finden. Obwohl sie zweifelslos... Obwohl sie zweifellos gegen die Interessen der Bevölkerung und der Landwirte sind. Hier wird nicht nur weltweit die Gesundheit der Menschen aufs Spiel gesetzt, sondern durch genmanipulierte Pflanzen bedenkenlos und unverantwortlich in die Natur eingetreten, ohne die Folgen zu kennen. Monsanto beruft sich auf selbstbezahlte Studien. Die Forscher gehen dieses selbst zu, und sie berichten, dass der internationale Standard Good Liberality Practice nicht eingehalten wurde. Diesen Text könnt ihr übrigens nachlesen. Wir werden ihn ins Internet stellen und könnt euch auf diese beziehen, auf diese Aussagen. Also die sind belegt. Das Ziel Monsantos ist es, den gesamten riesigen und ertragreichen Saatgutmarkt weltweit zu kontrollieren, indem sie nur registriertes Saatgut, behandelt werden darf. Am Ende würde der Hobbygärtner ebenso wenig wie der Biobauer alte Sorten anbauen dürfen und das hätte zur Folge, Monsanto kontrolliert die Produktion unserer Lebensmittel. Auch wenn Monsanto wegen großem Widerstand seinen Rückzug im Juni aus dem europäischen Markt angekündigt hat, bedeutet das noch lange keine Entwarnung. Es bleibt das Recht auf den Import vom umstrittenen Genmais mit der Bezeichnung SmartStax, der selbst sechs Pestizide gegen Schädlinge produziert. Es stehen keine Studien über den sechsfach veränderten Genmais zur Verfügung. Allerdings, es stehen keine Studien zur Verfügung. Allerdings zeigen Forschungen an Ratten mit dem Genmais LK603 eine Mehrung der Krebserkrankungen. Okay. Also LK603, eine Messungen und Organschäden der Versuchstiere. Außerdem werden tonnenweise genmanipulierte Pflanzen aus Südamerika und den USA in Form von Futtermitteln nach Europa importiert und gelangen so in den Nahrungskreislauf. Sollte das Freihandelsabkommen der EU mit Amerika kommen, werden die genmanipulierten Produkte auf diesem Weg
in die Regale unserer Lebensmittelmärkte kommen. Farm- und Tankos in Amerika gegen die Kennzeichnungspflicht von GM-Produkten kämpft, von genfreien Produkten kämpft, also sie will eigentlich genau das Umgekehrte, sogar das Verbot der Kennzeichnung genfrei fordert, dürfen wir uns auch in dieser Hinsicht keine großen Hoffnungen auf ein Verbot der Kennzeichnung oder der Transparenz machen. Die Firmengeschichte von Santos ist gekennzeichnet durch Verharmlosung, Dementi und Fälschungen von Studien. Das gehört seit der Firmengründung im Jahr 1901 zur Geschäftspraktik. Und so verwundert es auch nicht, dass der Rückzug aus dem europäischen Markt nur ein Propagandatrick war und dass der Mensch bald folgte. Ganz im Gegenteil, keine Entwarnung. Monsanto und andere Agrarkonzerne hatten im Juni 2013 sogar 11 Zulassungsanträge für genmanipulierte Produkte bei der EU liegen. Allein 3 für Genmaissorten. Wir von der SÖPS, Sozialökonomische und politische Plattform der Studentinnen der FHV, sind der Meinung, dass wir Demokratie neu denken müssen. Es funktioniert nicht, dass zum Beispiel die Politikerinnen und Politiker aus der Stimme, die sie aus der letzten Wahl zum Beispiel herausnehmen, eine Bestätigung oder einen Freifahrtschein für Entscheidungen haben, die über Generationen hinweg etwas verändern und wo man die Risiken überhaupt nicht kennt. Es ist notwendig, dass hier die Bevölkerung gefragt wird. Es gibt eine Grenze. Genauso wenig wie Politiker und Politikerinnen hergehen können und auf Generationen hinaus uns, unsere Kinder in Schulden stürzen können. All das funktioniert nicht mehr. Wir sind Bürger und Bürgerinnen, die selbstbewusst auftreten und die Politik muss uns hören. Und es reicht nicht, dass unsere Politik in Vorarlberg sagt, wir sind auch nicht für Genmais. Sie müssen für uns einstehen, so wie wir hier stehen, kämpfen gegen diese Verordnung und nicht nur sagen, auch wir sind dagegen. Danke. Ja, hallo alle zusammen. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich habe die ganze Veranstaltung oder die Demo mit einem selbst zusammen mit organisiert. Und ich möchte euch noch eine Kleinigkeit auf den Weg geben zum Thema Gentechnik, die Chemie dazu und die Gefährlichkeit. Es ist ja so, Monsanto macht ziemlich viel Chemie für die Landwirtschaft. Die brauchen sie drum, weil sie ihr Saatgut haben, das selbst Gifte produziert. So, okay, lauter, jetzt ist besser. Also, es gibt den Genmais, der selbst Gifte produziert, um Schädlinge abzutöten. Diese Schädlinge werden abgetötet, aber gleichzeitig auch Nützlinge, wie Bienen. Wenn die Bienen weg sind, fallen 60-70% der Nahrung einfach weg. Und ich behaupte, dann können wir nicht mehr einfach leben. Weil nur Bienen können Pflanzen bestäuben. Nur Bienen machen, dass Blüten stehen. Das bedeutet, die gehen so lange von der gleichen Blüte zur gleichen, bis sie abgeerntet ist. Andere Insekten machen das nicht. Das bedeutet, wenn die Biene weg ist, eben fallen 60-70% der Nahrung weg. Was machen wir dann? Es gibt in China, habe ich einen Film gesehen, ganz verrückt, da gehen sie von Hand hin und fangen an, die Blüten bestäuben. Bei Birnen. Ja, die können es machen, die haben genug Leute, aber ich kann mir das nicht als zukunftsträchtig vorstellen. Ich habe von kleinen Mini-Drohnen gehört und gesehen, die mehr oder weniger bestäuben sollen. Aber wir haben doch eine natürliche Vielfalt. Wir wollen doch unsere Bienen noch länger haben. Wir brauchen die. Ich bringe es jetzt zum Abschluss. Das wollte ich einfach sagen. Die Bienen stehen in der Bedeutung der Nutztiere an dritter Stelle. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr hoch. Wir sind hier und wir sind laut, damit man uns nicht die Gesundheit klaut. Jetzt mal richtig Stimmung. Das
dass durch die dicken Fenster da durch ist. Also ich bin mal der Ausländer hier in der Runde, aber der nahe Ausländer. Super Kulisse, toll, dass ihr alle da seid, das ist eine richtige schöne Runde. Wie wir gekommen sind, haben wir gedacht, oh je, 15 Handeln, aber das ist doch super. Großes Dank auch an die Veranstalter, die das gemacht haben. Die Informationskette hat mich zwar nicht so funktioniert, aber im Endeffekt doch, wie man sieht. Die Demo, wenn auch von Santo der Name jetzt im Vordergrund steht, richtet sich doch auch gegen all die anderen riesigen globalen Agrochemie-Konzerne, dazu gehört ja noch Bayer, Syngenta und BASF, also die zwei großen Deutschen und der Pfizer. Ich weiß jetzt nicht, aber die haben heute schon einen riesigen Marktanteil und durch die Kette mit Dünger und Spritzmittel beherrschen den Großteil des Marktes und vor allen Dingen ihr Lobbying. In allen Regierungen und vor allem in der EU macht es eben, dass solche Vorschriften entstehen, die dann mehr oder weniger kritisch in den Nationen übernommen werden oder von vielen Politikern, genauso wie von vielen Bürgerinnen und Bürgern dann angenommen werden, indem man sagt, jetzt kann man nichts mehr machen. Man kann immer was machen, wenn man ganz viele Leute auf der Straße und sagen, wir wollen das nicht. Ich bin der Lothar Höfler von Attac in Lindau, Bodensee. Und die Attac noch nicht kennen, es gab ja mal eine große Attac-Gruppe in Vorarlberg, leider ist die ein bisschen eingeschlafen. Die waren sogar mal Geburtshilfe bei uns. Ein kleiner Crashkurs, weil das hat auch mit den ganzen internationalen Beziehungen und mit dem Widerstand gegen diese Globalisierung zu tun. Attac heißt, frei übersetzt, kommt aus dem Französischen und heißt Vereinigung für Besteuerung von Finanztransaktionsgewinnen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Also es ist was ganz Braves, nicht so wie der Begriff, das die Abkürzung das jetzt sagt. Aber wir fahren große Attacken, die ihr ja in der Zwischenzeit auch schon mitgekriegt habt. In Österreich ist Attac 2000 gegründet worden. Österreich hat ansonsten ganz intelligente Attac-Gruppe bundesweit. Ein Leitspruch von Attac ist, die Welt ist keine Ware. Wo haben wir das transparent? Hebt es doch mal hoch. Die Welt ist keine Ware. Wo ist es denn? Das ist der Attac-Wahlspruch, den wir immer vor uns hertragen. Angefangen haben wir mal mit der Tobin-Steuer. Das war die Steuer, mit der man die großen Finanzgewinne, die weltweiten, abschöpfen soll. Man muss sich mal vorstellen, die großen Milliarden und Abermilliarden Gewinne werden nirgendwo versteuert. Das muss man sich mal überlegen. Keiner von euch mit dem normalen Gehalt, normaler Arbeitnehmer hat nur den... Also wenn der mal bescheißen will, dann muss er sich schon ganz anstrengen, weil er überhaupt keine Möglichkeit hat. Also diese Gewinnsteuer, die mal die großen Kapitalvermögen und die großen Spekulationen besteuern sollten, das ist schon seit 1998 auf der Agenda. Die Politik hat es bis heute noch nicht geschafft. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, man will auch das nicht. Die große Regierung, unsere in Deutschland eingeschlossen, schützen sogar dieses Kapital. Also, ich weiß nicht, was man da sagen soll. Die letzten Wahlen sind eine Katastrophe, wenn man das anschaut. All kontraproduktiv, da kann man auch wieder nur sagen, wir müssen es über die Straße regeln. Wir müssen unsere Anliegen selbst in die Hand nehmen. Wir können uns das die Politiker nicht verlassen. Wir müssen endlich raus aus dieser Wachstums-Ideologie.
Wie kann man ein System entwerfen, das ständig wächst? Es ist doch, also keiner von euch, der hier ist, der wird sagen, das geht, das funktioniert. Es gibt keine Pflanze, die ewig wächst, es gibt keinen Mensch, der ewig wächst, kein Tier, sowas gibt es nicht. Man will das vielleicht mit Genmanipulation noch ein bisschen fetter und größer und dicker machen und effizienter, aber es geht nicht, das ewige Wachstum gibt es nicht. Wir müssen da weg und wir müssen das der Politik klar machen. Wir müssen die Banken, die ganze Finanzindustrie, die in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen sind, wir müssen die wieder in die Schranken verweisen. Banken in die Schranken. Und wir müssen die Spekulation wieder verbieten. Das hat es doch bis in die 90er Jahre nicht gegeben, dass man mit allen irren Papieren spekulieren kann und gegen und für die Spekulation noch spekulieren kann. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen wieder verbieten. Dann müssen wir endlich auch damit anfangen, die Privatisierung zu beenden. Wer mal nach Griechenland schaut oder nach Portugal oder nach Irland, es kann doch nicht sein, dass all unsere öffentlichen Güter, die Wasserversorgung, die Energiewirtschaft, die Krankenhäuser, die öffentlichen Gebäude privatisiert werden und die Behörden und wir alle das wieder zurückmieten und einen Haufen Geld dafür bezahlen. Das kann doch nicht sein. Also weg mit der Privatisierung und auch weg mit diesem PPP bzw. ÖPP, öffentlich-private Partnerschaft. Schaut mal nach, dies lasst euch nicht aufs Glatteis führen mit diesen irrsinnigen Sachen, die immer nur eine Privatisierung ist und durch die Hintertür kommt wieder, ziehen sie uns die Gelder aus der Tasche, wer die im öffentlichen Wohnungsbau gewohnt hat und miterlebt, wenn die privatisiert werden, die Unternehmen, wie schnell die ganzen Kosten hochgehen. Vor allen Dingen die Daseinsfürsorge, wie die Krankenfürsorge, die Gesundheitsfürsorge, kann man doch nicht irgendwelchen Privatfirmen überlassen, die damit Geld machen. Gesprochen hat Lothar Höfler von Attac Lindau. Und was ganz wichtig ist, wir müssen unseren Politikern klar machen, dass es nicht geht, dass sie hier ihren öffentlichen Dienstplatz beenden und gleich die nächste Tür reingehen zu den großen Privatkonzernen und sich da die Taschen vollstopfen. Oder andersrum, dass immer mehr Privatfirmen in den öffentlichen Dienst kommen in Form von Gutachtern und Beratern und alles. Schaut euch doch mal um, was Geld für Gutachten und ausgegeben wird, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Wehrt euch dagegen. Und was der Kollege vorhin schon gesagt hat, wenn wir nicht aufpassen, dann ziehen sie uns das Fell über die Ohren, dann geht unsere Demokratie vor die Hunde. Wir haben in der Zwischenzeit nicht nur eine Finanzkrise, wir haben auch eine Demokratiekrise. Die erzählen uns die großen Zeitungen, jetzt bei uns bei der letzten Wahl in Deutschland hat man das jetzt mitgekriegt, die großen Zeitungen bringen irgendwelche seichten Probleme und die Politik regt sich auf über die Öffentlichkeit über die Kette von der Merkel oder über den Veggie-Tag und die anderen machen ihre Riesengeschäfte da. Das geht doch nicht. Also weg damit. Monsanto, Syngenta, Bayer und BASF und viele kleine neue Start-ups, die darf man natürlich nicht vergessen, in dem Biochemiebereich, gieren nach der Herrschaft und Kontrolle des wichtigsten Bereichs unseres Lebens, nämlich nach unserem Leben, der Beherrschung unserer Lebensmittel. Und das darf nicht sein. Die Bauern müssen selbst ihr Saatgut weiter herziehen können. Sie müssen ihre Böden so pflegen, dass sie nachhaltig gepflegt werden und nicht für einen kurzfristigen maximalen Gewinn aufbereitet sind.
die komplette Kette, Forschung, Entwicklung, Zulassung, ein ganz wichtiges Problem. Die Firmen beherrschen die staatlichen Zulassungsbehörden, dass ein normaler Züchter, Saatzüchter schon kaum eine Zulassung kriegt. Und ohne Zulassung kann der seine Saatgut nicht verkaufen. Das ist doch eine Sauerei. Nur einmal zwischen den Akku. Sie wollen alles kontrollieren. Und dafür zahlen Sie viel Geld in den Lobbyismus. In Brüssel gibt es bei, weiß nicht wie viel, Parlamentarier um 800 oder 900 sind fast 20.000 Lobbyisten mit riesigen Geldern, die denen zur Verfügung stehen, mit den Büros direkt neben den Abgeordneten und neben der Kommissionsbüros. Das kann doch nicht sein, die müssen rausgeschmissen werden. Die Korruption in der Politik ist in der Zwischenzeit also unerträglich geworden, und die Korruption ist nicht nur, dass man da einen Koffer voll Geld drüber schickt, sondern dass man, das ist alles schön subtil und so, dass man immer eine gute Ausrede hat. Aber schaut eure Politiker an und vor allen Dingen die Parteien und wählt entsprechend. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger. Und ich sehe hier nur intelligente Kälber. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Also wir müssen immer wieder auf die Straße uns laut rausschreien. Wir sind hier und wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Und man klaut uns nicht nur die Gesundheit, man klaut uns die Demokratie und alles Mögliche, wenn wir nicht aufpassen. Also in diesem Sinne, Leute, Glück. Danke. Bevor der nächste oder die nächste Rednerin kommt, möchte ich euch alle mal kurz auf eine Situation aufmerksam machen. Wo sind unsere Politiker und Politikerinnen aus Vorarlberg? Okay, Leute, das ist eine öffentlich angekündigte Veranstaltung. Jeder hat davon gewusst, auch unsere Politiker, auch ein Herr Landesrat Schwärzler, der zuständig ist für die Landwirtschaft. Wo ist unser Landesrat? Das zeugt von einer gewissen Ignoranz, die wir nicht hinnehmen können. Unsere Politiker müssen was ändern. Und hört auf an Monsanto. Hört auf zu pushen wie besessen an unserem Grundbedürfnis Essen. Stopp Monsanto! Stopp Monsanto! Stopp Monsanto! Stopp Monsanto! Ich bin wie viele von euch hier einfach als Mutter hier, als potenzielle Großmutter, als Tochter, Freundin, Partnerin. Und ich möchte euch auch sagen, was können wir tun, wenn wir hier von diesem Platz weg sind und keine Gruppe mehr um uns haben? Ich kümmere mich im Internet um Organisationen. Es gibt die Regenwaldorganisation, es gibt Global 2000, es gibt viele Organisationen, die ihr unterschreiben könnt. Mit ein paar Mausklicks habt ihr eure Unterschrift gegen genmanipulierte Ware gegeben. Meine Mutter hat einen Garten. Ich bekomme nirgendwo diese guten Tomaten wie bei ihr zu Hause. Und wir wollen das erhalten für unser natürliches Essen, für unsere Kinder und Enkel und für alle Menschen auf der ganzen Welt wollen wir doch ein Beispiel geben und dafür sorgen, dass diese Geschichte heute Spuren zieht und weitergeht. Dankeschön. Ich möchte heute meine Rede mit einem Zitat beginnen von Konfuzius. Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Die Demonstration heute ist weltweit. Heute werden und wurden tausende kleine Lichter auf der ganzen Welt angezündet, die dunklen Machenschaften von Monsanto ans Licht bringen werden und ihre Hände setzen. Ich bin unglaublich stolz,
dass die noch junge Bewegung, March Against Monsanto, bis zu uns ins Ländle gekommen ist. Wenn ihr euch umseht, werdet ihr vielleicht denken, wir sind zu wenige. Wir können nichts erreichen. Aber eines dürft ihr nicht vergessen. Es waren immer die wenigen, die die Welt verändert haben. Vor gut 50 Jahren war der March of Washington in den USA. Das war der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Damals waren 200.000 Leute. Das erscheint uns jetzt viel, aber es war doch nur ein Tausendstel der Bevölkerung von den USA. Und wir haben da bei uns im Ländle ein sehr gutes Beispiel dafür, was wir als Bürger erreichen können. Noch am 21. September war in der Vorarlberger Nachrichten zu lesen, Skilifte wollen keine Vorarlbergkarte. Dann haben sich ein paar junge Bürger von Vorarlberg zusammengeschlossen. Und drei Wochen später ist Gagellen und Golm beim Dreiläderpass dabei, Dreitälerpass dabei. Und es gibt ein riesiges Skigebiet und wir sind der Vorarlbergkarte schon ein riesiges Stück näher gekommen. Dank der Initiative von ein paar wenigen. Es gibt viele kleinere und größere Lichter in unserem Ländle. Die Bodenseeakademie, die Armutskonferenz, die Webwarte, der Vetterhof, der Bienenzuchtverein und viele mehr. Wir Studenten der Fachhochschule Vorarlberg haben uns unter dem Namen selbst zusammengeschlossen, um diese kleinen, vielen Lichter zusammenzuführen und zu einem lodernden Feuer zu verbinden. Ein weiteres kleines Licht in Vorarlberg, oder ein weiteres flackerndes Licht in Vorarlberg, ist der Kulturverein Die Tankstelle in Bregenz. Dieser Verein hat für uns ein tolles Essen vorbereitet, aus regionalen Zutaten vom Vetterhof und so weiter, die sie gerne nach der Demonstration am Hafen abgeben würden. Nutzen Sie diese Chance, um Kontakte zu knüpfen, kleine Feuer zu nähren, zu verbinden und die Dunkelheit aus dem Ländle und der Welt zu vertreiben. Dankeschön. Es geht jetzt zurück zum Hafen und da gibt es ein Essen und ich hoffe, es werden sich viele neue kleine Netzwerke gründen und gemeinsam können wir viel erreichen. Dankeschön. Stop Monsanto! Wir sind laut. Bitte die großen Plakate nach unten, die laufen wir voraus. Wir marschieren los. Muss noch ein bisschen warten. Soll noch ein bisschen warten, bis sie da vorne sind.
20 Jahre noch gesehen? Ja, nein, nicht 20 Jahre, 3-4 Jahre. Das ist gar nicht einfach geschossen. Markus, weil ich glaube, mit das Ding laden langsam raus, wie das verbraucht wirst. Schauen wir den Würfel tatsächlich dann wach. Okay. Spannend. Spannend, spannend. Wir marschieren los Richtung Hafen. So, Tucci am Auf! Stopp, Monsanto! So, Tucci am Auf! Wir wollen alle Straße hinein. Fahrspur.
keine Fahrt. Nicht klar. Es wird weltweit ausgestrahlt. Es gibt über 500 Veranstaltungen weltweit und es wird laufend abgeschaltet. Thank you.
Das Handy durch. Wieso bist du nochmal zurückgekommen? Wo war ich? Ja, zum Schaffen. Wo, aber wo Schaffen? Die wollten wir ja wissen. So, genau. Ich hatte jetzt das Zimmer. Weil ich hier den Schaukammer. Jerry. Wir sind hier! Wir sind los! Feuer löst sich und deckt auf!
Das wird weltweit überdreht mit der gleichzeitig anderen Monsanto-Demonstrationen. Da wird hier zwischen hin und her geschaltet. Die Leute müssen aktiv werden, finde ich. Die können jederzeit von einem Piratenstammtisch kommen. Ihre Meinung oder ein Thema aufrollen, andere Leute dazu einladen und auf den Tisch klopfen. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man eine separate Partei gründen muss, dass man die Demokratie verteidigt. Wenn du jetzt in der großen, wenn du in der Lage hast, gefragt warst. Ich denke, wie lange ist es her, wo die Frauenrechte groß sind, oder? Dass sie Frauen wählen dürfen. Und jetzt sucht man so nichts mehr. Aber die Leute, die Masse hat immer noch mehr Gewicht für die Politiker mit dem Bären. Ja, darum sagen wir, Ausschau, aktiv werden, über Thema reden, Problem, Lösungen finden. Ja, ich bin für eine Piratenpartei, oder? Und wir sind überall aktiv dabei, oder? Wir sagen informieren, diskutieren, handeln. Ja? Ja, wäre interessant gewesen, ob Sie nicht weiter. Runde! Oh, 500, Tendo. Hm? Ja. Helfen Sie da. Thank you.
Stopp oder noch? Stopp. Verkündiger. Bürger und Bürgerinnen, die ein Gespräch geschleift haben. Wir von dieser Gruppe, die diese Demonstration organisiert haben, möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist ein großes Lob an euch, dass ihr hier sitzt und wegen Politik betroffen seid. Das war gestern, das stimmt nicht. Wir werden was bewegen. Danke. Bis das klar ist, dass wir keine Genmeist, keine Genstars, keine genmanipulierte Saatgut haben, keine Patentrechte für Monsanto, von denen sie abhängig sind. Wir wiederholen das halbjährlich, so lange bis das Ding erledigt ist. Und das sind engagierte Bürgerinnen und Bürger. Und da drüben gibt es was zum Essen nach der Welle. Danke. Mitmacht haben. Wir hoffen, ich suche wieder einmal, wenn sowas ist. Ich möchte mich verabschieden. Ich frage mich jetzt, was kann man machen, dass Monsanto vielleicht nicht mehr so angesagt ist? Aufpassen beim Einkaufen, im Geschäft nachfragen. Ist geht nicht drin oder nicht? Wenn das genug Leute machen, bekommen die Supermärkte Angst. Weil vielleicht kommen die Leute ja nicht mehr einkaufen. Mit dem Nachfragen kann jeder Einzelne viel bewirken. Wenn das einige von uns machen, schauen vielleicht auch größere Lebensmittelkonzerne genauer drauf, was drin ist. Nachfragen ist der richtige Weg. Und natürlich einkaufen beim Bio- oder Demeter-Bauer oder Laden um die Ecke. Hiermit möchte ich die Demonstration auflösen. Also, das Essen. Nochmal auflösen. Das Essen der Tankstelle ist unten hinter der Welle. Für alle, die wollen, aber das hat Demonstration, legen wir hiermit nieder. Aber das Essen ist, wie gesagt, für alle, die dabei waren. Danke. Die Demonstration ist aufgelöst.
Leute mit Minderheitsjahren von der Studentenwohnung. Und wir sind da massiv dran. Jetzt haben wir den dritten Jahrgang, wo wir da dran sind. Da haben wir da ganz massiv das gewählt. Ein Taximeter Felber kommt bei uns am 19. her. Den haben wir organisiert im Felber. Der kommt zu uns, weil wir die soziale Arbeit pushen wollen. Wir müssen am 19. Wir haben noch nicht, wir sind noch nicht so organisiert, das gibt es jetzt ein Jahr. Und wir haben zwar eine Homepage, aber ein Sieb, das hat sich schon nicht kommen, sondern ein Newsletter, so groß ist es. Ja. Genau. Genau, das ist auch mein Zugang. Ich will vernetzen, was geht. Alle auf dem Haus. Das ist es. Ohne den Mund. Moment. Ganz kurz noch, bitte die Plakate, die ihr von uns habt, alle hier auf den Haufen legen. Die nehme ich nachher mit. Dann hilfst du mir mit. Livestream brauchen wir rum, dann brechen wir ab, oder? Ja, brech ab. Ich sehe sowieso nicht, ich hätte dann einen Saft oder nicht. Ich sehe dann einen Saft, das hätte ich schon lange abgeschaltet.